Okay, ich blöde Kuh, hab gerade die Aufnahme eben abgebrochen. Beziehungsweise weggedingselt. So. Wir machen das jetzt einmal ganz kurz. Ost4 meint also, die Kobolde könnten uns Ärger machen. Das sollen sie ruhig mal versuchen. Wir werden auf alle Fälle auf der Hut sein. Hier im westlichen Landeskehr haben wir lange keine Kobolde mehr gesehen. Dafür setzt uns die Saragin ganz schön zu. Trotzdem, danke für die Warnung. Ich verspreche, dass wir uns nicht nur auf die Saragin konzentrieren, sondern auch verstärkt nach den Kobolden Ausschau halten. Ja, das machen wir weiterhin, glaube ich, für die Nebenquest. Hätten wir uns, glaube ich, den Hermetiker weiter frei. Ich hätte jetzt sonst halt gesagt, okay, weil das jetzt, glaube ich, die letzte Achterquest ist. Aber mal gucken. Da bist du ja wieder. Was ist aus der Lieferung Lieferung Orange geworden? Ist sie sicher am Lateran-Grenzpost angekommen? Easy. Du hast sie dort abgeliefert. Vielen Dank, dass du dich um die korrekte Auszustellung gekümmert hast. Dieser Seferin wollte also tatsächlich unsere Orangen unterschlagen. Dann hat dieser Halunke sich auch noch mit einer Goblin-Bande eingelassen und so einen Kumpan in Gefahr gebracht. Aber es wundert mich nicht, dass er seine Komplizen im Stich gelassen hat. Das sieht ihm ähnlich. Dafür, dass er sich als erfahrener Seemann nicht an die Feldarbeit gewöhnen kann, hatte ich noch Verständnis, aber seine Gaunereien sind nicht mehr zu entschuldigen. Du solltest dich auch etwas vor ihm in Acht nehmen. Man kann nie wissen. Es ist tatsächlich besser. Juhu. Stufe 10. So. Stolperfalle haben wir jetzt. Verbirgt sich vor den Blicken der meisten Gegner. Okay. Das heißt, hier hätten wir jetzt halt auch wieder, ne, sowas. Muss ich gerade mal gucken. Ah, da. Es steht direkt hier. Okay. Auf dem kargen Boden wächst einfach nichts. Wenn wir nicht düngen, erreichen wir niemals unser Ernteziel. Was wir brauchen, ist fruchtbare Erde, die wir auf den Feldern verteilen, damit das Gemüse ordentlich gedeihen kann. Wenn du ein paar Säcke fruchtbare Erde besorgen könntest, wäre uns sehr geholfen. Rotwieder kann dir sagen, wo du geeignete Erde findest. Sie arbeitet im Obstgarten. Gott. Deutsch ist eine wirklich schwere Sprache. Also eigentlich nicht, aber. So. Nee, Quest sehe ich ja leider nicht. Das ist blöd. Ich wüsste halt gern, ob da hinten jetzt noch Quests sind. Aber naja. Müssen wir erstmal so klarkommen. Gussand hat dich gebeten, fruchtbare Erde für uns zu sammeln. Ja, die können wir gut gebrauchen. Wenn du dir nicht zu fein dafür bist, deine Hände schmutzig zu machen, nur zu. Im Kochkessel gibt es die beste Erde, aber dort musst du tierisch aufpassen, dass du nicht von Auerochsen niedergetrampelt wirst. Die können ganz schön aggressiv sein. Schließlich beanspruchen sie den Kochkessel als ihr Revier. Wenn du drei Säcke mit fruchtbarer Erde zusammen hast, dann bring sie bitte zu Freval, einer Feldscheune. Danke schon mal im Voraus. Machen wir. Guck gerade mal. Ich habe nämlich immer die Questliste offen. Es müssten 1, 2, 3. Nee, 1, 2, doch 3. 3 Quests sein. Da hinten müssen wir hin. Wäre jetzt geil, wenn man einfach so rüberfliegen könnte. Aber vom Fliegen sind wir noch meilenweit entfernt. Und zwar wirklich meilenweit entfernt. Selbst vom Reiten sind wir noch meilenweit entfernt. Zumindest so auf die Art und Weise, wie wir das jetzt hier anstellen.
Okay. Ich habe jetzt auch mal kein Buff-Food genommen, weil wir jetzt zurzeit sowieso mehr als genug leveln. Sprechen uns hier einfach dran vorbei. Oh, schade. Schon. Danke. Und jetzt sind wir wieder zurück. Geronimo. Geronimo Mo. Okay. Arme verwundete Auerochse. Okay, mehr ging aber echt nicht. Huch, bin ich. Oh, scheiße, ich bin tatsächlich falsch gelaufen. Was wird sich nach da hinten? Lol. Okay, das da ist cool. Tja, ohne fruchtbare Erde können wir die Ernte vergessen. Ah, perfekt. Die Erde ist feucht und humushaltig. Genau richtig für den Gemüseanbau. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast. Die meisten lehnen die Arbeit ab, weil sie ihnen zu schmutzig ist. Wer könnte es ihnen auch bei übernehmen? Ich meine, der Gestank ist schon ziemlich penetrant. Aber die weiche Konsistenz und die nährreiche Inhaltsstoffe sind einfach perfekt. Es geht doch nichts über Auerochsen, du. Ach, ich sehe schon, du willst es lieber nicht so genau wissen. Auch gut. Ignorant lebt es sich häufig besser. So. Dann nehmen wir mal das nächste an. Donner, Blitz und Tagesschlag. Diese plündernde Piratenpack hat meinen Ackergeräte gestohlen. Dabei wissen sie nicht einmal, mit welchem Handbahn eine Sense führt. Wahrscheinlich werden sie die Geräte einschmelzen, um mehr Mondwerkzeug daraus zu machen. Ohne die Ackergeräte bin ich ruiniert und ich habe kein Geld, um mir neue anzuschaffen. Ich würde ja sofort hingehen und diese arbeitsscheuen Aaskäfer eine Lektion erteilen, die sich gewaschen hat. Aber ich wurde schon einmal in einem Schwertkampf verletzt und musste meiner Frau versprechen, mich in Zukunft aus solchen Schlägereien herauszuhalten. Darf ich dir die Ehre überlassen, diese halbstarken Halunken, die Leviten zu lesen und ihnen die Ackergeräte wieder abzuknöpfen? Drei kostbare Geräte wären es. Drei. Okay, ja gut, das machen wir einmal ganz kurz mit dem Hermetiker. Okay, mach hier so mal einmal mit Bafut. Mal, aber mit Waffut. Bekämpfen kann ich ja. Gut, das bringt jetzt halt nicht viel. Na doch.
Ich brauche nämlich diese gestrandeten Piraten scheinbar noch. Toll. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. LOL, warte mal. Oh Gott. Oh, so. Einmal alles durcheinander gebracht. Also mein Karfunke ist nicht hilfreich. Mein Karfunke macht die ganze Sache eigentlich nur schlimmer. Nee, aber so kommen wir jetzt auf Stufe 9. LOL, ernsthaft. Das war nicht meine Intention. Müssen wir halt diese scheiß Dinger da erstmal platt machen. So. Eieiei. Okay. Nehmen wir den einfach mal mit. Kann ja nicht schaden. Ich muss halt immer gucken, dass die Klassen nicht so überlevelt sind. Warum unterhält sie erst mit dem und der juckt, den juckt gar nicht, dass er angegriffen wird? Weil dann kann ich nämlich jetzt halt kurz mit dem Hermetiker ein bisschen was abgeben. Das ist halt so der Vorteil bei drei Klassen. Du kannst halt immer gut aufteilen, was du für wen machst. Und wie gesagt, die anderen beiden sind halt jetzt schon hoch. 10 und 11. Was fällt diesen herumlungenen Lumpenhunden nur ein, meine Arbeitsutensilien zu stehlen? Das faule Pack will sich wohl für mich über mich lustig machen. Ja, bestimmt willst du das. Da sind sie, meine Ackergeräte. Da bin ich aber froh, dass die Piraten sie noch nicht eingeschmolzen haben. Wer weiß, vielleicht hat Zephyrin wirklich ein gutes Wort für mich eingelegt. Ich habe jedenfalls gesehen, wie er mit den Piraten verhandelte. Ansonsten führt er ja nur selten Gutes im Schilde. Vielleicht versucht er auch nur, sein Schäfchen ins Trockene zu bringen. Wer weiß. Schwierigkeiten haben wir im Sommer vor Töfen schon genug. Du solltest Delvian besser Bescheid sagen, was hier vorgefallen ist. Das tun wir. Das tun wir. Was ich halt an dem Spiel also so geil finde, ist, dass sich die Klamotten halt quasi mitbewegen. Also nicht, dass man einfach nur so was Steifes da runterhängen hat, sondern dass es halt wirklich, als wenn es echt wäre. Klar, man sieht, dass es nicht echt ist, aber es bewegt sich halt. Ich glaube auch im Wind, zumindest manchmal an manchen Orten, vor allem die Atmung sieht man, ne? Es kann auch sein, dass hier gerade kein Wind ist. Bei manchen Gegnern sah es halt manchmal so aus, als wenn das dann so sich mitbewegt.
Wenn ihr versteht, was ich meine. So, dann einmal da hoch und wieder abgeben. Astalvian. Die Piraten werden immer dreister. Freval kann ein aufbrausender Hitzkopf sein. Aber dank deiner Hilfe hat er sich diesmal im Zaum halten können. In einem Kampf mit den Piraten hätte er den Kürzeren gezogen. Und das hätte für nicht nur weitere schlechte Schlagzeilen für die Sommervortürfe zufolge gehabt. Schon wieder hatte dieser Selfrin seine Hände im Spiel. Auch wenn er es diesmal gut meinte, ist mir sein enges Verhältnis zu den Piraten nicht geheuer. Okay, wir nehmen das Buch. Alter, wie viel das einfach mal bringst. Ash, du bist es. Du bist es. Wie gefallen dir die Sommervortürfe soweit? Ist die arbeitsame Atmosphäre nicht ansteckend? Aber unter uns gesagt, nicht alles so, läuft so glatt, wie es den Anschein hat. Hast du Zeit, mir bei einem Problem zu helfen? Jupp, haben wir. Nein, ich habe schon wieder die Katze vergessen. Lol. Warum vergesse ich immer diese Katze? Naja, im nächsten Part. Im nächsten Part denke ich auch wieder an die Katze. Danke, ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Du erinnerst dich sicher noch lebhaft an den jungen Kerl namens Severin, der hier arbeitet? In letzter Zeit hat er sich merkwürdig verhalten. Es fing damit an, dass es ein Brief für ihn angekommen ist. Da muss etwas Fürchterliches gestanden haben, denn seitdem sah er sehr beunruhigt aus. Er wollte mit keinem darüber reden und hat sich zurückgezogen. Tagelang hat er sein Haus nicht verlassen und nicht einmal die Gardinen geöffnet. Aber jetzt kommt das Bedenkliche. Gerade hat er ein paar seiner Kumpanen um sich geschart und ist mit ihnen losgezogen. Warum der plötzliche Sinneswandel? Irgendwas ist da faul. Er gehört ja ohnehin nicht zu unseren fleißigsten Arbeitern, aber dieses Benehmen gibt mir wirklich zu denken. Wer weiß, was er im Schilde führt. Bitte folge Severin und bring ihn zurück. Ich möchte nicht, dass er Schwierigkeiten gibt. Würdest du das für mich tun? Mhm. Sehr gut. Dieser Severin bereitet immer wieder Ärger. Aber im Grunde ist er ein guter Kerl. Wenn er sich doch nur an das Leben auf dem Hof gewöhnen könnte. Sprich zuerst mit Grinwida, denn sie hat das Tor zu den Höfen gut im Auge. Vielleicht weiß sie, in welche Richtung Severin und seine Gesellen aufgebrochen sind. Ich sehe dunkle Wolken am Horizont. Pass gut auf dich auf, Ash. Und wie wir das tun werden. So. Och lol, ich muss einmal hoch. ja. Also bis Level 10, also bis unser Charakter Level 10 ist, also diese Quest hier noch. Lol. Ist sie? Werden wir natürlich die Hauptquest noch machen. Das heißt, ein ganzer Part war jetzt Hauptquest. Und danach mal gucken. Ob ich Severin gesehen habe? Natürlich, er ist gerade aus dem Tor spaziert. Er hatte ein paar seiner Spießgesellen dabei. Sie sind in Richtung Flüsterklamm aufgebrochen. Eine faule Bande ist das. Ich wollte, dass sie uns beim Holzhacken helfen. Aber wenn es um Arbeit geht, hört dieser Severin irgendwie schlecht. Soll er durch Schiffbruch erleiden, der Drückeberger. Okay. Gut. So viel dazu. So. Ich weiß noch gar nicht, was wir im nächsten Part machen. Haben wir für den... Okay, Marodeur haben wir keine Quest mehr. Und Schattenschleier hätten wir. Dann könnten wir halt keinen Part füllen. Ich bin halt am überlegen, ob ich die Klassenquest alle zwei Parts, also 10 und, also 1 und 5 hatten wir ja, dann 10 und 15, 20, 25, ob wir das dann halt so fortsetzen. Immer zwei Quests quasi. Das heißt, ich würde mich wahrscheinlich im nächsten Part erstmal um die Nebenquests, können wir die hier noch so auftauchen. Aber erstmal nur alle, die bis 10 sind. Alle 10er Nebenquests. Also unter 10 10er Nebenquests. Darüber nichts. Die anderen
Machen wir dann, wenn es soweit ist. Hallöchen. Ich kann nicht mehr. Ich bin nur mit Mühe und Not entkommen. Zuerst meinte Severin, er würde uns zu einem Saufgelage führen. Also bin ich mit, weil der Halunke hat vor, uns an eine Piratenbande auszuliefern. Meine Freunde sind immer noch in Gefahr. Bitte hilf ihnen. Okay. Ui, warte mal. Nein. Lol, warum? Ah, Katze. Aber was habe ich jetzt im Discord gemacht? Warum kann ich mich damit jetzt plötzlich... Lol. Okay, warte mal. So, ich habe erstmal kurz die Task beendet von Discord. Ja. Jetzt sollte es gehen. Eremus. Helfen wir auch dir. Mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Selbst mit meiner Axt konnte ich nichts ausrichten. Weiter unten im Tal sind noch mehr von uns. Rettet sie. So. Gehen natürlich hier mit Ihmchen hier rein. Du gehörst nicht zu diesen Sklavenhändlerbande, oder? Severin, er hat gekämpft, damit wir fliehen können. Bitte hilf ihm. Okay. Ja, unfreiwillig, aber okay. Du bist und bleibst also ein Verräter. Stimmt doch, Severin, oder? Erst schlecht. Erst schleichst du dich im Schatten der Nacht davon, ohne dich von deinen Freunden zu verabschieden. Und dann brichst du auch noch dein Versprechen, uns im Austausch für dein Leben ein paar fähige Seemänner vorzustellen. Fischfutter bist du. Jetzt hast du also auch noch eine Abenteuer mitgebracht. Kannst du denn gar nichts allein, du Muttersöhnchen? Die Fische können sich auf ein Festmahl freuen. Söhne der Stimmen der Schöpfung, erfülle diese Steine mit deiner Seele und erwecke sie in deinem Angesicht zum Leben. Jetzt habe ich die Katze drin gelassen, ne? Lol. Hi. Das kann ein bisschen dauern. Ja, nur ein bisschen. Leute, ich klicke auf Bio und... So. Ich habe es wieder vergessen.
Ich glaube, ich lerne das nicht mehr. Und wir haben ihn. Spielinhalt beendet. Dass der Golem besiegt werden konnte. Diese Frau ist keine gewöhnliche Abenteurerin. Ist er mir wieder entwischt? Hauptsache, dir ist nicht zugestoßen. Piraten, zu welcher Bande sie wohl gehören? Ob sie mit den wilden Stämmen unter einer Decke stecken? Diese wilden Stämme benehmen sich in letzter Zeit sehr merkwürdig. Es ist schwer abzuschätzen, was sie vorhaben. Saragin und Kobolde sieht man immer häufiger. Irgendwas Großes geht da vor sich. Sie haben doch nicht etwa vor, einen Primär zu beschwören? An diese Möglichkeit will ich gar nicht denken, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Der Meeresspiegel steigt, obwohl wir Ebbe haben. So hell scheint er doch sonst nicht am helllichten Tage. Seit der Mond Dalamut sein Gesicht zu verändern beginnt, hat sich auch hier unten auf Heidelin allerhand verändert. Es ist genauso gekommen, wie Louis Soir vorher gesagt hat. Das Gleichgewicht der Gestirne ist gestört. Was nie entstehen sollte, wird sich nun manifestieren. Die Primae. Eine große, allzu vernichtende Katastrophe steht bevor. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um zu retten, was uns lieb ist. Aber genau dafür kämpfen wir. Dafür sind wir aus Schalayan gekommen. Das Gerät funktioniert fabelhaft. Ich kann die Ätherströme ganz deutlich sehen. Einen der vielen technischen Errungenschaften aus Schalayan. Hallo, du da, mit der Brille. Hier, für dich. Hast du auf das Meer hinausgeschaut? Der Maelstrom weiht heute den neuen Übungsplatz ein. Es wird bestimmt ein schönes Fest. Die Szene kennen wir. Störung im Ätherstrom. Gerade eben. Es muss in der Nähe der Klagegrotte geschehen sein. Die Klagegrotte also. Ich glaube, ich habe das in zwei Parts. Du kannst froh sein, dass du noch am Leben bist. Kannst du aufstehen? Ich bin's. Ja, aber er ist mir entwischt. Verstanden. Ich will das Kommandant Rainer ausrichten. Du warst nicht ansprechbar. Ist jetzt wieder alles in Ordnung?
Noch weiß ich nicht genau, was hier vor sich geht, aber der Junge hat mir ein paar Insiderhinweise erzählt. Die Piraten hatten einen Krieger ohne Blut in ihrem Diensten, einen Golem. Golems sind keine normalen Lebewesen. Es bedarf komplizierte Magie, sie zum Leben zu erwecken. Nichts, was gewöhnliche Piraten zustande bringen konnten. Diese blau tätowierten Piraten bekommen Hilfe von den Saiyajin. Ich werde es später genauer untersuchen, was damit auf sich hat. Ich kehre jetzt mit ihm zurück. Geh du auch zu den Sommerforthöfen zurück und berichte Stilwin von den Ereignissen. Lass nichts aus. Ach, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Istola. Ich erforsche die Ätherströme in dieser Region. Sehr erfreut. Vielen Dank, ohne dich wäre ich jetzt Fischfutter. Ich schulde dir eine Erklärung, aber lass uns erst von hier verschwinden. Ich erkläre dir alles auf den Sommerforthöfen. Du bist schon nicht etwa... Ach, schon gut. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ja, okay. What? What she said. Okay, mal zurück teleportieren. Den Weg laufen wir jetzt nicht. Tada. Hallo, Stelvion. Ash, da bist du ja wieder. Bist du auch unverletzt? Istola hat den Schuft hier abgeliefert. Ich habe von deinem heldenhaften Kampf gegen den Golem gehört. Alle Achtung. Was hatte das alles zu bedeuten? Severins Gesellen sind zurückgekehrt, aber sie waren so verschreckt, dass aus ihnen kaum etwas herauszubekommen war. Herr, es ist alles meine Schuld. Ich werde alles erklären. Ich war einst bei den plündernden Schlangen. Die plündernden Schlangen? Die stehen im Dienste der Saragi, nicht wahr? Nein, der hältige Piratenbeine ist das. Die plündernden Schlangen sind in Limsalominsa geächtet. Ihr Anführer hat sogar einen Pakt mit dem scheußlichen Saragin geschlossen. Vor ein paar Jahren begannen sie, Bürger der Stadt zu entführen und in den Dienst der Piraten zu zwingen. Mir wurde die Sache zuwider und ich wollte den plündernden Schlangen so schnell wie möglich verlassen. Aber so einfach ist das nicht. Sie lassen keinen gehen. Also bin ich in einer günstigen Gelegenheit geflohen. Ich habe meinen Namen geändert und mich hier in den Sommerforthöfen niedergelassen. Aber sie haben mich gefunden. Auf Verrat steht die Todesstrafe, drohten sie mir. Es sei denn, ich würde ihnen helfen, neue Mitglieder anzuwerben. Entführen heißt das im Klartext. Das war es, was in dem Brief stand. Ich hätte mich nicht darauf einlassen sollen, aber ich hatte solche Angst um mein Leben. Severin, letztendlich hast du dich eines Besseren besonnen, oder nicht? Deine Gesellen haben mir gesagt, dass du dich den Piraten entgegengestellt hast, dass du ihnen zur Flucht verholfen hast. Aber ich war kurz davor, sie auszuliefern an einen mörderischen Piratenbande. Herr, es tut mir leid, aber ich werde die Sommervorthöfe verlassen. Ich stelle mich den Gelbjacken. Du musst tun, was du für richtig hältst. Aber vergiss nicht, auf den Sommerforthöfen ist immer Platz für dich. Komm zurück, wenn du mit dir im Reinen bist. Ja, Selvin, wie kann ich euch nur danken? Ja, gar nichts. Gut, die letzte Neunerquest machen wir jetzt hier nicht mehr. Also, machen wir jetzt schon noch einen Part. Aber machen wir kurz mit dem Marodeur. Das hast du wirklich fabelhaft gemacht. Und du hast dein Leben für uns riskiert. Ich muss mich bei dir bedanken. Da fällt mir ein, kannst du mir in dieser Sache noch einen letzten Gefallen tun? Erzähl Baderon, was dir vorgefallen ist, besonders was Severins Sinneswandel angeht. Baderon hat einen gewissen Einfluss bei den Gelbjacken. Vielleicht kann er ein gutes Wort für Severin einlegen. Ich glaube, er hat eine zweite Chance verdient. Du hast so viel für uns getan, das werde ich dir nicht vergessen. Gut, dann teleportieren wir uns jetzt noch einmal. Und dann ist der Part auch zu Ende. Es war diesmal... Also jetzt, dieser Abschnitt war ein bisschen länger, ich werde den trotzdem cutten. Der andere war, glaube ich, 15 oder 20 Minuten lang. Mal gucken. Das heißt, der eine wird halt ein bisschen kürzer sein und dieser Part jetzt halt etwas länger. Also, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Okay, so.
Achterburg. Dann einmal hier entlang. Und da ist auch schon Baderun. Oh, warte, wir können hier mal kurz gucken, ob wir was reparieren können. Okay, nicht besonders viel, aber wir machen es trotzdem. Das ist immer eine starke Geschichte und das auf den friedlichen Sommerfurthöfen. Und die Sache mit dem Silfring kannst du getrost mir überlassen. Ich spreche mal mit meinen Freunden bei den Gelbjacken. Und du, aus dir ist in der Zwischenzeit ein richtiger Abenteurer geworden. Dann sprich doch nichts mehr dagegen, dass du dir hier in der ertränkten Sorge ein Gästezimmer mietest. Abenteurer sollten darauf achten, immer gut ausgeruht zu sein. Sprich doch mal mit Mietesfien, der kann dir alles erklären. Dann hätte ich noch etwas. So eine zuverlässige Abenteurerin, wie du es bist, würde sie sich mal an Freibriefen versuchen. Diese Aufträge werden von den Gilden an Abenteurer übergeben. Eine gute Gelegenheit, etwas Geld zu verdienen und Erfahrung zu sammeln. Sprich doch mal mit Tomokri. Hier in der Hafenbar. Sie wird dir alles weiter erklären. Freibriefe werden übrigens dann auch in die Kategorie Farben und Inis mit reinkommen. Tja, das sind die plündernden Schlangen mit Entführung und Sklavenhandel zu tun haben. Das wird das ohnehin gespannte Verhältnis zwischen Admiral Merwib und den Piraten weiter belasten. Ja, wahrscheinlich. Egal, ob Pirat oder nicht, wir sind alle Limser und wir sollten zusammenhalten, anstatt uns gegenseitig zu bekämpfen und zu misstrauen. Es kommen raue und stürmische Zeiten auf uns zu. Und wenn die Mannschaft nicht wie ein Mann zusammensteht, werden wir kentern. Aber für heute hast du genug geleistet. Sprich mich an, wenn dir wieder der Sinn nach Abenteuern steht. Ich weiß, wo man etwas erleben kann. So, dir stehen ab sofort Inhaltsempfehlungen zur Verfügbar. Diese empfehlen dir je nach Stufe, Klasse und aktueller Region Inhalte, die du spielen kannst. Du kannst die Inhaltsempfehlungen über das Hauptmenü aufrufen. Sie werden dir außerdem beim nächsten Einloggen angezeigt. Nutze die Empfehlung für ein noch größeres Abenteuervergnügen. Ja. So, und wir haben jetzt tatsächlich keine Quest mehr am Start. gut, ich werde dann hier den Part beenden. Und ja, wir sehen uns dann hier quasi beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin. Ciao.